Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mit einem Gönn-Dir-Video. Ey, mir wurde richtig gegönnt. Auch wieder so eine lustige Sache. Es ist wirklich so, wenn du YouTuber bist und umso größer du wirst, bekommst du wirklich einen Haufen Nachrichten, Angebote auch von Produkten, weit, weit hergeholt, wo du denkst, what the fuck, was wollen die von mir? Habt ihr das damals mitbekommen auf Instagram zum Beispiel? Wer mir da nicht folgt, ist selber schuld. Instagram, Mr. Mike Production. Da hat mir mal jemand geschrieben, da habe ich das gepostet in der Story, Haartransplantation, ne? Wie die auf mich gekommen sind, keine Ahnung. Nein, die wollten echt, dass ich eine Haartransplantation mache. Ob sie mir das gesponsert hätten, das weiß ich jetzt nicht, ob sie es mir gezahlt hätten, weil so weit ging es ja nicht. Die haben wir gesehen, ich habe eine Glatze und wollten daher halt herausfinden, Mike, lass die Haare wachsen. Aber ich habe da von Anfang an schon abgelehnt und gesagt, nein, ey, ich bin wirklich happy, glücklich mit meiner Glatze. Wenn jetzt viele sagen, Mike, erzähl uns doch keine Scheiße. Du bist doch nicht glücklich mit der Glatze, du siehst ja aus wie jemand mit einer Glatze. Ne, weißt du, was ich meine? Es ist so, ey, ich finde Glatze fett. Ist so. Vielleicht würde ich mit Haaren auch noch gut aussehen. Wer kennt jetzt meine Bilder von damals, als ich noch meine langen Haare hatte mit Dreadlocks und so. Andere Zeit damals, weißt du? Mittlerweile Geheimratsecken, das sieht so scheiße aus. Ich finde die Glatze echt schick. Ich habe auch einen schönen Eierkopf. Also, weißt du, ich bin zufrieden, aber ist jetzt nur mal so. Ich wollte einfach nur mal erzählen, was ich so für Nachrichten von verschiedenen Sachen bekomme, wo du echt denkst, Alter, was wollen die von mir? Nee, weißt du? Und das ist auch wieder so ein kleines Ding irgendwie, wo mir auch gedacht habe, wieso? Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber andererseits, ja, vielleicht doch. Und jetzt seid gespannt. Wenn ihr nicht wisst, was drin ist, schaut das Video nicht weiter, macht Pause und kommentiert erstmal, was ihr glaubt, was da drin ist. Es ist wirklich sehr strange. Und heute gekommen, Paket von Amazon. Ich habe bei Amazon ein paar Sachen bestellt, ja, aber nichts in dieser Größe. Ich habe es nicht aufgemacht. Ich habe eine Stunde überlegt, weil ich wollte es nicht gleich aufmachen. Ich wollte eigentlich ein Video draus machen, aber ich habe es jetzt schon aufgemacht, weil ich nicht wusste, was drin ist. Jetzt weiß ich's. Aber ich hatte keine Ahnung, was drin ist. Und ich wusste auch nicht, dass diejenigen, die mir das gegönnt, gestiftet haben, mir gleich direkt von Amazon schicken. Ne? Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu diesem Teil, was hier drin ist. Und auch übrigens über diesen coolen Magnetteller. Ja? Mache ich auch in jedem Video Werbung. Ich finde das so fett. Ey, das Teil ist so fett. Auschecken, unten in der Videobeschreibung. So, jetzt nochmal zurück zum Thema. Und zwar das Teil hier, Alter. Das Teil hier. die Begründung war Clara, hieß sie, glaube ich. Oder Clara. Ich glaube, das war eine Amerikanerin. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, sie konnte nur Englisch. Clara hat gemeint, ja, weil jetzt so viele so lange in Quarantäne waren, sind, haben das viele Menschen nötig. Dann habe ich mir gedacht, okay, was kann das wohl sein? Sexspielzeug? Videospiele? Urlaub? Ich habe keine Ahnung, ich wusste es nicht. Gell? Und dann habe ich gelesen, okay, ja, es ist so ein Ding. Okay, Sexspielzeug trifft es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal und die Tage jetzt drauf wird es getestet mit meiner Freundin. Ob ich es jetzt an meiner Freundin teste oder meine Freundin es an mir testet. Seid gespannt, Video kommt. So, es ist wirklich, das ist nicht Baller-like, das ist einfach nicht Baller-like. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Teil nicht. Okay. Das ist es. Eine Massagegun. Ne? Eine Massagepistole. Absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Es wird vorne vibrieren und daher, ich kenne diese Teile aus dem anderen Bereich. Das ist wahrscheinlich anscheinend nur für den Rücken gedacht. Meine Freundin kannte es schon. Jetzt wirklich diese Pistole, nicht für den anderen Bereich. Das hier, das kannte sie schon. Anscheinend ist es schon länger auf dem Markt und soll gar nicht so schlecht sein. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Checkt das einfach mal aus. Tongur Massagegun. Tongur.
Man schreibt so ähnlich ungefähr auch Zunge auf Englisch, gell? Mit G-U-R oder irgendwie so. Tongo, Tonger. Da ist mein Englisch jetzt leider zu schlecht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, irgendwie so schreibt man Zunge. Und daher, das verwendet mit Massagegun. Ist es schon so eine Kombination? Ich sage euch, mit dem kann man auch was anderes machen, aber wie gesagt, es wird getestet. War das Teil schon auf? What the fuck? Das war doch nicht schon auf. Also ich habe es echt noch nicht aufgemacht. Oh, das ist ein Köfferchen drin. Da muss ich jetzt echt fast mal reinschauen. Boah, das riecht aber sehr chemisch. Boah, ja, das, wow, Alter. Das riecht echt sehr chemisch. Das Gute ist, oder das, was mich auch ausmacht auf meinem Kanal, ne, wenn ich jetzt so Werbegeschenke bekomme, ich muss niemanden, wirklich niemanden in den Arsch kriechen und sagen, hey, das ist das tollste, geilste Produkt der Welt, kauft es. Bitte kauft es, damit ich meinen Hack krieg. Weißt du, was ich meine? Nein, Mann. Wenn es scheiße ist, ist es scheiße für mich. Ich mache mich darüber lustig und ihr wisst schon was. Gibt es von mir genug Videos von jede Menge Produkte. Skills, Grüße gehen raus. Ihr kennt diese Trainingsprodukte von Skills oder was die für affige, überteuerten, beschissenen Produkte produziert haben. Was für eine... Naja, ihr wisst schon selber. Also mit Skills werde ich bestimmt nie zusammenarbeiten. Egal wie viel Kohle die mir in den Arsch schieben. Das schwöre ich euch. So. Jetzt wahrscheinlich gleich die Woche drauf. Mike? Hast Bock auf 100.000? Ja, nur noch Skills. Ey, Skills sind die geil. Wisst schon, scheiß drauf. So. Gibt's echt. Es gibt so viele Leute. Was heißt so viele? Es gibt wirklich Leute, wo du schon merkst, auf YouTube auch so, du weißt sofort, von wem die gesponsert sind. So, oh, die sind so geil. Oh, ich feier die so geil. Oh, oh, oh. So. Wow, ist das wieder irgendwas. What the fuck ist das? Ich werde es jetzt nicht anschmeißen. Alter, das ist aber ein ganz schöner Oschi, ja? Boah, Alter, also damit, da kannst du... Scheiße, Alter. What the fuck? Das sieht echt witzig aus, Mann. Gib's dir. Damit kannst du Spaß haben. Ich freue mich drauf, wenn ich das teste. Alter, was für Teile, was für Aufsätze. Ich fass das nicht. Das sieht ja ein bisschen hart aus, oder? Zu geil. Gott, das ist echt so. Scheiße. Okay, hier geht's an. Soll ich das wirklich mal schnell anschmeißen? Ich schmeiße es jetzt wirklich mal schnell an, Alter. Es ist echt. Ey, es ist so witzig, weißt du? Wie. Ich frage mich ja dann. Da frage ich mich echt so, wer schaut meine Videos und wer denkt sich dann dabei, hey, Mike könnte eigentlich das und das testen. Weißt du, immer so, hä, was wollt ihr von mir? Keine Ahnung, ey, das ist echt dieses Teil alleine. Wie kommt man darauf, so etwas zu erfinden? Jetzt wird es mir gleich in die Ohren fliegen wahrscheinlich. Okay. Wow, hier hinten geht's gleich ab. Ich habe keine Ahnung, Alter. Was ist das? Schau mal das an. Kannst du hier hinten nichts machen? Ich habe jetzt Angst, hier vorne was reinzustecken. Nicht, dass mir das um die Ohren fliegt oder was weiß ich. Scheiße, das macht mir schon ein bisschen Angst, Alter. Ich habe keine Ahnung, Mann. Hier ist nicht mal eine Beschreibung mit dabei, doch hier. Steckt das wieder aus, Alter. Boah, das ist voll echt. Also, ich keine Ahnung, ich schwöre es euch. Hä? Es dreht doch weiter. Ach so, hat das einen Akku, der sich aufladen muss? Alter, das ist ein bisschen... Wow, also das ist so... Keine Ahnung, du hast keine Ahnung, ob das losgeht. Weißt du, was ich meine? Ohne Scheiße jetzt. Also ich habe da ein bisschen... Da habe ich ein bisschen Respekt vor sowas. Nee, keine Ahnung, es muss ein ausführlicher Test her. Wie gesagt, mit meiner Freundin, ich habe sie schon darauf vorbereitet. Also nicht darauf vorbereitet, ich habe sie schon mal ein bisschen, ja doch, darauf vorbereitet. Bin gespannt, wie es laufen wird, ob sie das an mir benutzt oder ich an ihr. Video kommt, also deshalb abonnieren. Nicht, dass ihr das verpasst. Wenn ihr das verpasst, dann kann ich euch auch nicht helfen. Alter. Boah, ich weiß auch nicht, das sieht wirklich...
Boah, das ist. Ich hab echt, also vor so fremden Sachen Respekt, weil ich weiß nicht, wie das losgehen wird. Ja, wie gesagt, also Feedback geben, eure Meinung, checkt das Teil aus, gönnt euch unten in der Videobeschreibung, klickt wenigstens mal rein und schaut euch das genau an für Produktbeschreibung und sonst was. Ansonsten gönnt euch den Schuh, der ist auch ziemlich geil. Ja, das war's schon wieder. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mark. Böööö.